Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Walking Dead Michonne. Wir bearbeiten hier gerade das Messer, damit es wieder schön scharf ist. Und werden wahrscheinlich jetzt zur Fähre aufbrechen. Okay, Oak will nochmal reden anscheinend. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best we'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on. Okay, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Jetzt denkt er, dass wir die Leute da zurücklassen werden. So, mit dem Beiboot geht's jetzt los. Das sieht sehr gefährlich aus da. Da passiert 100 pro irgendwas. Davon kann man ausgehen. So, die Ladebildschirme dauern echt lange. Sure is quiet out here, huh? Not a sound. I don't know. Something's not right. Ever the optimist. Na, lieber pessimistisch als optimistisch hier. You know, something's really been bothering me, and I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Be honest. That's your big question? You're worried about a damn earring? Man's gotta look good, doesn't he? Just trying to make you laugh a little. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. I'm sure you have your reasons. Just... Don't test your luck now. You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. Well, I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. Is this your way of telling me to get out? hell no. I'm just glad, is all. Everyone needs someone out here. Couldn't imagine going it alone like you did. Not for that long, anyway. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. I wasn't gonna do it. I hope you know that. I didn't know that. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Ach du Scheiße. Die können doch schwimmen. Oder ist hier das Wasser einfach... Das Wasser ist nicht tief genug, Scheiße. Oh shit, Pete hat einen Abgang gemacht. Und wir auch gleich hinterher. Die Zombies können hier natürlich überleben. Die sind ja schon tot. Das gefällt mir gar nicht. Wir können. Oh, er hat's geschafft. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt hier nicht mehr zurück zu unserem Schiff. Zumindest nicht mit dem Boot.
Scheiße, ey. Aber ich glaube, Pete ist ein guter. Guess I should have kept my mouth shut, huh? Den kennen wir ja noch nicht so lange. I can't believe it. Something funny, Pete? Huh? What the hell are you laughing? I am? Okay, das wollte ich nicht. I guess I just laugh when I'm scared shitless. Das wollte ich gar nicht so krass sagen. Ich dachte, das wäre eher als Witz gemeint. Macht's ihn voll an. Und da ist, das ist sogar Mob Jack. Also müsste da die Frau zu finden sein. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking. It could be in there somewhere. Yeah. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Ja, genau. Looks abandoned. We'll figure something out. Glad you're feeling so optimistic. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Oh. Das ist eigentlich keine gute Entscheidung. Beides ist nicht so geil. So, gucken wir hier erstmal, das ist Mob Jack. Aber ich frage mich, warum die da ein SOS lossendet. Weil hier sieht es ja eigentlich noch ganz sicher aus. Okay, wo konnten wir uns da den Arm ansehen? Those walkers aren't gonna stay put for long. We need to get going. Ja. Gleich geht's ja hier los. Da sehen wir uns nochmal den schönen, leckeren Arm an. Oder eher eine Hand ist es. Na gut, ist doch ein Arm. Sagt sie gar nichts zu. Das kennt sie wahrscheinlich. Someone took a lot of care to keep this ferry from listing. Wonder where they are. Ich frag mich auch, wer da drin ist. Es kann ja, es können eigentlich nur böse Leute sein. So, wo gehen wir jetzt lang? Durchs Fenster? Nee, das ist eigentlich zu unsicher. Die Leiter ist eigentlich sicherer. Alright. Let's hope this thing holds. Außer die bricht nicht. Come on. Ist ein guter Einwand. Don't fall. Thanks. Wenigstens sind keine Zombies direkt hinter uns her. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Okay. Ich sag nichts mehr. Auf einmal sind die richtig schnell geworden. Ja klar. Das war so klar. Aber wir sind oben. Jetzt ist die Frage, ob Pete hier hochkommt. Jetzt müssen wir ihn hier hochziehen. Alter, sind das viele. Oh, es hat geklappt. Na, durchs Fenster wäre zu riskant. Weil da hat man nichts gesehen. Okay, hier ist einiges zerstört. Seems like this place was someone's home for a while. Do you think your friends came through here? It's hard to be sure. We should look around. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Think we can float back to the companion on this? Ah. Das glaube ich eher nicht. Das wäre ein bisschen riskant. So, hier kann ich irgendwie nicht mehr lang. This place isn't in great shape. Na gut. Das kann man auch nicht erwarten in diesen Zeiten. Here we go. Kann ich die Kiste hier öffnen? Ah, ist sogar offen. Nothing but a hunk of old metal.
Das liegt aber so offensichtlich, das müssen wir, glaube ich, gleich benutzen. Einfach so eine Metallstange. So, jetzt haben wir die links. So, wo sind wir denn? Wir sind da oben. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always. Okay, wir müssen. Jetzt sieht man die Karte nicht. Wir sind hier. Wir müssen also einmal da durch, dann runter ins Café. Aber ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es da auch nicht. So, was ist jetzt hier mit der Tür? Die ist doch wahrscheinlich verschlossen. Locked. Genau. Jetzt brauchen wir hier die Stange. Maybe we can unlock it. Hey, Machete. Nice. So, die Frage ist, ist da jetzt jemand? Das sieht auf jeden Fall sehr ruhig aus. Aber das täuscht bei dem Spiel. Doesn't mean there's nothing there, though. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? Was ist das denn für eine Frage? One of us has to do it, right? Das ist schon ein bisschen Pussyverhalten von Pete. Aber machen wir das einfach. Be careful. Ich dachte, Pete wäre so ein cooler Guy, der alles macht. Aber der hat hier auch Schiss. Okay. Da passiert jetzt was. Nicht, dass wir unsere Hand verlieren. Das nein. Scheiße, wenn die Tür aufmachen, verliert die, glaube ich, die Hand. Da war auf jeden Fall jemand angekettet. Aber warum sagt er denn nichts? Ich will die Tür nicht aufmachen, dann fetzt, glaube ich, die Hand weg. Das hört sich nämlich auch schon so an. Naja. Und bleibt nichts anderes übrig. Das hört sich nicht gut an. Okay, es fetzt keine Hand weg. Habe ich das vielleicht falsch gesehen? Oh Mann, ey, da war auf jeden Fall eine Hand. Und die Person war entweder bewusstlos oder tot. Die checken ja auch nichts. Da ist doch die Hand. Oha. Hier wird jemand weggeschleift. Oh Gott. Ja, die sind tot. Sind das unsere Freunde? No, no. Okay. They don't look like walkers. Wonder what happened to them. Ja, die sind auf jeden Fall hier von irgendeinem dritten Typen. They couldn't fight back. Gefesselt worden. Whoever did this made sure they wouldn't come back. These people hadn't turned. They were executed. Jesus. Oh Mann. Holy shit. Das ist bitter. Da ist auf jeden Fall noch irgendein Typ. Don't leave us here. We wanna come back. Oh shit. Jetzt kriegt ihr wieder ihren Traum. This photo. These are their kids. Vanessa and Rasheed were here. If they left this behind, Michonne, you okay? You got an Anfall. Same look you had. I'm fine. Wir sagen aber, es geht uns gut. Wir sind nicht eine Person, die alles sofort erzählt. Oh Mann, ey. Das waren die Kinder von unseren Freunden da. Zumindest das Foto davon. They wouldn't have left this on purpose. But I gotta hope they're still alive. They made it off this thing. Oh, jetzt kommen hier auch noch die Beißer. Wie sie im Deutschen heißen. Oh, darunter will doch keiner. Das sieht nicht einladend aus.
Aber wir müssen hier runter. Da liegen die nächsten. Hier hat einer richtig aufgeräumt. Alter Vater, das sind mehr als 10. Oh Mann. Und der wurde auch vorher aufgehangen, bevor der gestorben ist. Alter, das war auf jeden Fall irgendein richtig perverser Typ oder mehrere. Dem wurde hier unten der Unterleib abgerissen. Und dann ist der gestorben, Alter. Der muss gelitten haben. Das ist auf jeden Fall irgendeine Gruppe langgekommen, die nicht so menschenfreundlich ist. Die haben die richtig abgeknallt alle und den haben sie sogar richtig da aufgehangen. Die Exekution von diesen Menschen wurde zu diesem armen Mann gemacht. Wer der Fuck könnte das gemacht haben? Es war nicht Krieg. Es war nicht mal Selbstverteidigung. Fokus auf die Frau finden. Then we can worry about who did this. You're right. Oder? Wem kommt jetzt ein Verdacht? We don't know what's in there. Das könnte ja auch die Frau gewesen sein mit ihrer Gruppe. Und das ist sozusagen eine Falle. Es kann ja alles möglich sein. Okay, was ist das hier für eine Sporttasche? Looks like it's in good shape. Any sign of people? Wir müssen trotzdem wachsam bleiben. My guard's always up. Thanks. Die Tasche sieht mir zu neu aus irgendwie. Die ist ja so offensichtlich platziert, die hätte schon jemand mitgenommen. Hier ist auf jeden Fall wer. Ja, genau. Someone scavenged everything else but left this. Makes no sense. Nee. No, but damn. We could really use this stuff. Das wäre geil. Medizin, Waffen. Where'd all this stuff come from? Oh my god. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these 3 times a day, breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Oh, die Tasche, die müssten wir uns mitnehmen. So als Zigaretten. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. Und natürlich Waffen. Plenty of ammunition. Also eigentlich alles, was man braucht in der Apokalypse. Aber das ist viel zu offensichtlich da platziert worden. Das ist hundertprozentig eine Falle. Logan? Anything? Empty. Die Tür machen wir noch nicht auf, da passiert bestimmt irgendwas. Was ist das denn hier? Süßigkeiten, die können wir ja eigentlich auch mitnehmen. Mehr Essen ist immer besser. Auch wenn es nur Süßigkeiten sind. Kann hier nicht. Das ist hier. Irgendwas ist hier. So, öffnen wir mal die Kasse. Vielleicht ist da ja noch eine Waffe vielleicht verstückt. Ja. Money still here. Das braucht keiner mehr, genau. So. Vielleicht ist da noch was drin. Das kann hier. Hier ist irgendwer hinter der Tür, wenn wir die öffnen, kommt jemand hervor. You think candy bars are just gonna magically pour out of there? Man kann nie wissen. So, was ist hier hinten noch? Was ist das? Fruchtgetränk, das nehmen wir auch mal mit. I know when you're gonna find another one of these.
Es war so klar. Logan? Den Schrank haben wir doch aufgemacht. Logan und Santos. Das gefällt mir nicht. Da ist irgendwer hinter. Vielleicht ist es auch nur ein Walker. Whoever's in there, come on out. Shit. Back up. Das war eine Falle. Greg? What's going on? Easy. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just... Tell me! Now! Careful! Calm down. We're not here to hurt anyone. Neither are we. Das sind Kids. That bag belongs to us. Guck mal, wie die zittert. Und ich höre Walker. Don't be stupid. I don't want to do this. But we need that stuff. So just take it. It's yours. Brechen sie hier natürlich durch. Und die können überhaupt nichts. Jetzt müssen wir hier auch noch die Arbeit für die erledigen. Boah, nice kill. Sauer. Dann werden die Köpfe abgetrennt. Helfen wir ihm nochmal aus. Das sind irgendwelche unfähigen Kiddies. Aber woher haben die das Zeug? Schöner Kill. Ist teilweise schon ganz schön brutal. Aber jetzt haben wir hier, glaube ich, alle erledigt. Ganz schön viel Blut. So, wenn... Die werden uns jetzt aber nicht abknallen. Das macht ja dann überhaupt keinen Sinn. Hey! Stop her! Nee, die lassen wir. Die lassen wir. Oh, shit. Hey! Noch jemand. Das ist vielleicht die Frau. Shit! Oh, jetzt kommen hier noch mehr. Na, super. Looks like you caught our thieves. Nice job. You. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Wir haben denen überhaupt nicht geholfen. Thought you... We're not with her. What? We didn't have anything to do with this. This is a misunderstanding. Not sure I believe you. Warum sagt die eine denn what? Wir kennen die überhaupt nicht. I know Sam here didn't do all this. Get them all onto the boat. Na super, ey. Be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. Moment mal, die verbinden uns die Hände. Das waren also die. Der Typ sah auch nicht vertrauenserweckend aus. Oh Mann, jetzt werden wir hier auch noch als Geiseln gehalten, nur weil irgendwelche zwei Kleinkinder was geklaut haben. Und dann will die uns dann auch mit reinreiten. Ey, das ist doch zum Kotzen. Scheiße. Und unsere Crew, die wird uns auch nicht helfen. Können. Any bites, rashes, coughing? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons back. Don't worry. You'll get them back. Once we've cleared all this Bullshit. Up. Watch it, girl. You're in deep enough already. You know, if I had my way, I'd just dump you over the side. See how well you swim with your hands tied behind your back. Guy might talk to me. Norma's maybe I can get him to listen to reason. You're lucky she's he doesn't seem like the most reasonable listen, I know guy. We can work... Be careful, alright? Hey, cut the chatter. You speak when spoken to, understand? All right. You. We'll start with you.
What's your name? It's okay. You can tell me. My name's Michonne. Randall, now that the pleasantries are behind us, let's talk about what you did. We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your cohort. Ich hab ihm mal den Namen gesagt. But we're not the only ones you've stolen from. Look, you have your bag back. Seems like we're done. Not quite. Let's see here. Nice machete. You handle those walkers back there. How are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp. Untie me, and I'll show you. I'll bet. Weapon like this, you gotta be comfortable getting in close. Getting messy. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Jetzt greift uns persönlich an. You? Oh man. Was für ein Arschloch. I wouldn't have guessed that in a million years. So you. You got nothing left to lose. No wonder you're all stoic and shit. You better back the fuck off. Woo! Sounds like I hit a nerve. Don't feel bad. I'm a lot like you. No shame in that. Look at that. Oh Mann, wir werden hier tatsächlich als Geiseln gehalten. Von einem Typen, der mit seiner Crew anscheinend extrem viele Leute einfach so umgebracht hat. Zumindest soll uns das Spiel das sagen. Das war's jetzt erstmal mit diesem Part. Ging auch über 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.